Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama heute hier aus Thun. Wir haben folgende drei Beiträge heute für eure Sendung. Die Tourismusorganisation Interlaken bietet den Gästen und Einheimischen den Stadtrundgang Bödeliweg an. Die Premiere vom Film Peter Kneubühl «Alleine gegen Staat» hat stattgefunden. Und die Bauernfamilie Schweizer aus Utzigen hat ihre Tiere auf den Bundesplatz geführt. Was so schnell alles läuft, haben wir euch kurz und kompakt zusammengefasst. Bau von Auto überfahren. Nach ersten Einschätzungen von Wildhut Obwalden handelt es sich um ein junges männliches Tier. Die Herkunft und die Abstammung waren am Montag noch nicht bekannt. Keine Hinweise auf Verletzte. Der Grossbrand der Schreinerei des Kerzats führt zu starkem Rauch, Rußniederschlag und Gestank. Alert Swiss, die Alarm-App vom Bund, ratet, in der Umgebung Fenster und Türen zuzutun und das Gebiet weiträumig zu umfahren. Tauziehen um In-App-Käufe in Games geht weiter. Die Räte sind sich weiterhin uneinig über die gesetzliche Regelung von In-App-Käufen in Games. Der Ständerat will nach wie vor nicht im Bundesgesetz über den Jugendschutz in Bereichen Film- und Videospiel regeln. Der Bödeliweg führt von Interlaken auf Unterseen und wieder zurück. Unterwegs trifft man auf diverse einzigartige Geschäfte, die grosse handwerkliche Fertigungskünste anbieten. Vom Blumengeschäft über ein Goldschmied-Atelier bis zum Unverpacktladen. Mein Kollege Ben Abegle hat mit dem Tourismusdirektor Daniel Sulzer geredet. Hier starten wir jetzt genau am Marktplatz in Interlaken auf dem Bödeliweg, wo wir neu in unserem Gästeportal abgebildet haben. Der ist sehr interessant für Gäste, aber auch für Einheimische, weil hier wird auch alles Handwerk gezeigt. Also es ist ein Goldschmied, den man sieht im Vorbeilaufen, und man hat auch eine Sattlerie, die man anschauen kann. Also ganz interessante Aspekte, nebst dem, dass man Interlaken lernt kennen. Ja, hier sind wir in der Blumenwerkstatt mit einer wunderbaren Auswahl an Blumen. Und vor allem das Schöne ist, man kann zuschauen, wie die Kreationen geschaffen werden von den Mitarbeitenden hier im Geschäft. Wir befinden uns hier im Goldatelier Habützel, wo durch Handwerk von Einheimischen wunderschöne Naturprodukte aus Holz und Stein hergestellt werden, so dass Gäste und Einheimische eine wunderschöne Erinnerung können haben können. Wir befinden uns hier in Andreas Unverpacktladen. Für mich ein absoluter Geheimtipp hier in Interlaken auf dem Bödeliweg. Gäste und Einheimische kommen hier zu besten Genüssen von einheimischen Produkten, die Andrea hier zubereitet und feil bietet. Von Interlaken kommen wir auf Biel. Der Peter Kneubühl hat sich vor 12 Jahren gegen Zwangsversteigerung von seinem Haus gewehrt. Bei seiner Flucht hat er sogar einen Polizist mit einem Schuss verletzt. Die Geschehnisse haben gelangt, um darüber einen Film zu machen. Im Beitrag sieht man, wie die Premiere beim Publikum angekommen ist. Ich glaube, ausschlaggebend war wirklich die spektakuläre Geschichte. Schon am Anfang, direkt während dem Fall in Biel, war mir sofort eigentlich bewusst, hey, über das kann man einen Spielfilm machen, unbedingt. Er ist eine absolute Kinofigur, der Fall war irgendwie spektakulär. Aber nachher hat sich das Drehbuch schon recht gewandelt, als zuerst vielleicht die erste Idee, die mehr vom Spektakel ist, abgehangen.
Alles, was mir wichtig war im Leben, ist weg. Ich habe Angst. Ich verrecke fast. Die Schweine werden kommen. Wo ist der Rentner, der in der Nacht auf heute in seinem Haus in Biel auf einen Polizisten geschossen und diesen schwer verletzt hat? Und nun wünsche ich Ihnen eine fröhliche Jagd. Also zu dem, wo er wirklich keine Stellung dazu nimmt, weiss er ganz genau, dass er in der juristischen Grauzone innen ist. Alle anderen Schüsse, die er abgegeben hat, sind eigentlich bewiesen. Aber dort konnte man ja nicht genau sagen, ob das Projektil tatsächlich aus seiner Waffe ist oder nicht. Aber in dem, dass er sonst geschossen und am Tag nachher ja auch noch mal auf die Polizei hat das Feuer eröffnet und sie hat dann zurückgeschossen, ist eigentlich der Fall, glaube ich, von mir aus sehr recht klar. Dass er dort geschossen hat, es ist alle anderen Sachen deuten auf das Herren und auch seine psychische Verfassung. Tut ihr mich überwachen? Hä? Tut ihr mich überwachen? Nicht? Oder das? Hä? Oder das? Oder das? Das ist so eng! Ich könnte brüllen und heulen. Ihr verfluchten Nazi-Schweine haben mich zugeschlagen. Warum stehe ich hier eigentlich vor Gericht? Polizei! Polizei gehört vor das Gericht nicht ein! Verweigerung. Polizei! Aber was kann denn ein normaler Bürger schon machen? Alleine gegen den Staat. Der Herr über Leben und Tod. Von Biel kommen wir auf Bern. Die Sichlete, das Erntedankfest, ist am Montag in Bern über die Bühne gegangen. Der Höhepunkt für Sichlete ist jeweils der Alpabzug von einer Bauernfamilie. Dieses Jahr hat die Familie Schweizer aus Utzigen ihre geschmückten Tiere quer durch die Stadt auf einen Bundesplatz geführt. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Weitere Infos und einzelne Beiträge findet ihr auf www.jungfrauzeitung.ch. Die Kollegen von Meteo News präsentieren euch im Anschluss noch das Wetter. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend und merci vielmals für zuzuschauen. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau-Zeitung. Herzlich willkommen bei dem Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Heute mit einem richtig tollen Webcam-Bild vom Jungfrau Joch. Ich hoffe, Sie haben den wunderbaren Herbsttag geniessen, zum Beispiel bei einer Wanderung. Der heutige Dienstag hat sich zunächst oft sonnig präsentiert. Dann haben sich vor allem im Norden und Osten mehr Wolken am Himmel gezeigt. Im Norden hat es Quecksilber 16 bis 17 Grad angegeben, im Süden sind es bis 23 Grad geworden. Ja hoch, Stefan, liegt über Norddeutschland und den Benelux-Staaten und bestimmt weiterhin unser Wetter. An seiner Südflanke liegen wir im Bereich von einer eher kühlen Biesenströmung. Nach einer klaren Nacht starten wir am Mittwoch meist sonnig, sonnig, aber kühl. Lokal ist leichter Bodenfrost möglich. In Bern gibt es 5 Grad und in Interlaken 6 Grad. Zum Sonnenschein und Kaffee zum Morgen. Am Nachmittag bilden sich dann besonders richtig Berner Oberland ein paar dekorative Quellwolken. 0 Grad Grenze liegt bei 2700 bis 3000 Metern. Begleitet werden sie auf den Bergen von einem schwachen Wind. Im Seeland da geht es schwache bis mäßige Brise. In Biel da erwarten wir 18 Grad. In Thun da werden es rund 17 Grad. Am Donnerstag ändert sich am Wetter und an den Temperaturen
nicht viel. Am Freitag nähert sich uns aus Westen ein Trog. In dessen Vorfeld stellt sich am Wochenende bei uns ein Südwestschlag ein. Davor gibt es normal viel Sonnenschein und einen blauen Himmel. Und am Wochenende geht es nach aktuellem Modell wechselhaft mit Schauern bei rund 17 Grad weiter. Wir von Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern halten Sie natürlich immer auf dem Laufenden. Das war es von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Herbstzeit. Ade miteinander.